Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Soma mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir uns die drei Komponenten geholt, die wir brauchen, um den Anzug... Oh, um den Anzug zu machen. Da sehen wir die so unten, die Items, die wir haben. Wow, die Taste habe ich nie gedrückt, krass. wir sind jetzt also bereit, unseren Körper mal wieder zu transferieren. Transferieren, wow, das ist ein schwieriges Wort. Und zwar werden wir unseren Geist in diesen Körper da stecken lassen. Oh Gott, das... Ah, die Kamera. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir auch ein Bild von uns gesehen, glaube ich. Ich glaube, das war in der letzten durch den Spiegel. Und haben gesehen, wie wir wirklich aussehen. Und wir haben auch so eine Kamera auf. Oh, einfach als Kopf oben drauf geballert. Ja, das ist crazy. Es ist wirklich crazy. Jetzt... Oh, das ist so passend, dass jetzt diese krasse Musik anfängt, wo man das aktiviert hat. Also, wie gesagt, bis jetzt, ich bin heftig hyped, ich bin heftig geil auf Soma. Soma ist ein mega geiles Spiel, will ich sagen. Was mich echt am Anfang, habe ich nicht gedacht, dass es so gut wird. Okay, eine Batterie rein, zack. Und das Gel einfach draufballern, oder wie sieht's aus? Zack. Ah. Oh. Einfach überall drauf mit dem Gel. Oh mein Gott. Erstmal Tür zu. Zack. Muss ich überhaupt zumachen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel noch geht. Das wäre auch mal interessant zu wissen. Weil wir jetzt eigentlich schon fast am Abgrund sind, oder? Also im Abgrund, wo wir hin müssen, um zu... um die Arche, genau. Zur Arche wollen wir. Das war ja der Plan. Okay, alles klar. Erneut versuchen. Okay, das sind Zahlen und Buchstaben. I can't believe we're doing this. Then why don't we put you in the suit? Oh. I was gonna suggest that if you refused. You'd go without me. I need to do this, Simon. This is important. I need to launch the arc. Das ist eine interessante Idee. Yes, if you want to stay here, I'm not gonna stand in your way. I don't want to tell you what to do. Nein, ich möchte gehen. Close my eyes and then open them again. All right. Let's do it. Thank you, Simon. Go sit in the pilot seat in the next room. You might need to boot it up. Muss ich überhaupt? Oh, ich muss mir das gar nicht angucken. Ah, cool. Okay, also wie am Anfang des Spiels lassen wir uns scannen und die Idee finde ich interessant, dass Catherine sich da rein tippet, einfach sich da rein transferiert. Aber muss sie halt ohne uns gehen, weil deshalb machen wir das ja. Deshalb gehen wir in den Anzug, weil der Druck unten zu stark ist und nur Anzug das nicht ab kann. We need to loop back the activity manifested by your current cortex chip, run it through the amplifier, feed it into the new chip, and then make sure it's synced. You lost me. Ja. You don't really need to understand it. Just make them line up. Ach so, ich muss einfach die Lines hier zusammen machen. Okay, ich verändere hier die Wellen. Okay, die Frequenz ist weniger. Also ich glaube, die gestrichelte Linie verändere ich nicht, sondern die lange Linie. Das sieht doch gleich aus 3. Ausgleich. Amplitude. Amplitude? What the fuck? Ich glaube, das ist wie sehr die sich... Ausgleich 0? Ist das überhaupt gleich? Es ist schon... Ich glaube, die Frequenz will ich noch niedriger einstellen, kann das sein? Ausgleich vielleicht noch ein bisschen? Amplitude ist einfach nur die gestrichelte Linie, ja, wie ich mir schon gedacht habe. Wow, wie hoch geht das denn jetzt? Ach, das ist die Höhe. Ich glaube, die Höhe ist... So... Alter Schwede. Ich verstehe. Oh! Das sieht gut aus. Frequenz noch ein bisschen. Nein. Parametersperre. Ja! Have a seat. Okay, das war nicht so kompliziert, das Rätsel. War ein bisschen verwirrend, aber okay. Okay, here we go. Dann wechseln wir mal unseren Körper. Ich bin gespannt. Wird wahrscheinlich wie am Anfang sein, wa?
Teuerste Kamera der Welt. Oh, wie am Anfang. Scannen wir uns tatsächlich normal? Oder, ich meine die Datei? Oh Gott. Oh, wie weird. Ich habe noch ein kleines seltsames Bild. Oh, uns gibt's jetzt zweimal. What was that? No, it just. Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. Es gibt zwei. The sleeping Simon in the seat was copied and now you are here just like Simon. Oh mein Gott, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Oh, God. Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. Oh, oh mein Gott, Simon, jetzt rast mal nicht so in... What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? So cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? What if... What if he didn't need to wake up? Oh god, no. I don't know. Maybe. There. Oh god. Hit the switch if you want to drain his battery. He'll die within a minute. Was? I'd rather not stay plugged in any longer. Okay, also wir haben jetzt die Möglichkeit, den anderen Simon zu töten. Den wir gerade eben noch waren. Und der schläft jetzt hier so. Wo ist der Button dafür? Akku leeren. Ah, okay. Oh Gott, eine Entscheidung, die ich treffen muss in Soma. Ich könnte aber auch einfach gehen. Also, okay. Wir haben uns kopiert. Wir sind jetzt wie bei Toronto. Die zweite Version, nur wir sind jetzt quasi von der kopierten Version die kopierte. Doppelt kopiert quasi. Natürlich glaubt der echte, den Simon, den wir jetzt spielen, glaubt natürlich trotzdem irgendwie der echte zu sein. Aber es, wer, echte, wer ist denn jetzt der echte, der die Mission hatte? Oh Gott, wir sind da. Sollen wir uns töten? Sollen wir uns töten? Was für einen Grund gibt es, wenn wir uns nicht töten, wird der hier aufwachen und vielleicht lassen wir den Nachricht so, okay, wir fucked up. Aber was soll der denn machen? Was soll der denn machen hier? Der hat keine Chance auf Rettung. Weil dieser Simon hat dann keine Chance auf fucking Rettung. Aber ich find's gruselig, dass es zwei gibt. Okay, alles klar, wir töten uns. Ah. Hey. Es tut mir leid, Simon, aber... Akkufehler. Oh, das Licht geht langsam aus. Wir haben uns getötet. Ich habe Simon getötet. Die Lichter sind aus. Ein neuer Simon betritt die Reise an. Oh Gott, wer weiß, wie oft das schon passiert. Nein, was... meinst du, das ist schon öfter passiert? Nee, das wissen wir doch, oder? Ich weiß es nicht, es ist so kompliziert. Ah, okay, wir gehen. Können nicht mal mit Catherine darüber reden. Kann ich jetzt, warte, hier will ich noch lang, oder nicht? Okay, wir haben den besseren Anzug. Here we go. Und ich muss, kann nicht mal mit Catherine darüber reden. Ich muss mich jetzt alleine damit auseinandersetzen, was ich getan habe. Ein neues Du habe ich als Erfolg bekommen. Alter Schwede, ist das laut. Okay, unter Wasser ist es ein bisschen leiser, zum Glück. Oh Gott, wir haben uns selber... Oh Gott, daran habe ich gar nicht gedacht, dass das ja dann passiert, logischerweise, weil wir dasselbe machen wie mit den anderen Simon. Es wäre halt, der wäre halt hier aufgewacht und wäre eingesperrt gewesen und wäre wahrscheinlich verrückt geworden. Es ist besser, einfach so einzuschlafen. Finde ich. Oh Gott, wir sind jetzt ein komplett neuer Simon eigentlich. Wir sind jetzt quasi... Eigentlich sind wir jetzt das, was wir gerade in der letzten Folge eingesammelt haben. Ein Haufen, einen Akku, einen scheiß Computerpart und ein bisschen scheiß Gel. Ach Gott, komm, wir gehen erstmal hier lang. Oh, Fischis. Oh Gott, das sieht mega gruselig aus. Der Abgrund. Ach stimmt, das ist der Abgrund. Logischerweise.
Hier können wir weiter runter. Boah, wie mysteriös. Da hinten muss irgendwo der Eingang sein zu Omnicron. Oh, meine Güte, kann ich darüber nachdenken, was wir gerade getan haben, ey, ugh. Das ist ja auch dasselbe Problem hat man doch, wenn man sich teleportieren könnte. Also, ah ja, hier ist alles ab. Okay, hier können wir nicht lang. Okay, wenn man sich beamen könnte. Weil wenn man sich beamt, würde man seine, also so wie ich das verstanden habe, ist der Plan vom Beam, man tötet sein momentanes Ich, weil man das ja in den Zellen auflöst, um die Zellen dann irgendwo anders mit irgendeinen, mit halt anderen Zellen zu aufzubauen. Also quasi, man wird neu erschaffen so ein bisschen und tötet sein anderes Ich. Also ist man wie wir jetzt gerade. Man hat immer noch dieselben Ideen und alles, wenn es halt richtig geklappt hat. Aber man ist ja nicht mehr sich selber eigentlich. Oh, Hallöchen. Oh, ich kann mich hinsetzen. Oh, cool. Warum soll ich das machen? Ich hab Paras. Gut, aktivieren wir den Scheiß hier. Ich würde mich niemals beamen lassen, glaube ich. Ist da... Oh Gott, wie kalt sie mit mir spricht. Was soll ich aktivieren? Runter. Passagiere. 1. Los geht's, oder? Ich noch einen Button drücken, oder... Ah, ja, da. Zack. Oh Gott, wie Catherine... Wie kalt sie jetzt ist. Oh, das ist wie in... Ey, das ist wie im Freizeitpark. Cool. Oh Gott, Catherine, ey. Sie wusste, dass wir uns wahrscheinlich töten werden. Oh Gott. Ja. Im Himmel, meint er, oder wie? Ah. Oh, sie sagt's nicht. Oh Gott! Sie beantwortet uns nicht. Die hat keinen Bock. You didn't hit the make sure Simon wakes up in the right body switch, did you? Not that you would know. I mean, he would still claim to be the right Simon. Natürlich. Christ. This is awful. We did an awful fucking thing. And you wouldn't mind? Why would you? How could you know that it's not me, the me that I am, the same that I've always been? Ah, es ist so deep. Please say something. I don't want to think. Please. Catherine. I don't know what to say. Upset you. Aww. Say anything. When I was little, I used to climb the stairs all the way to the top of the building. And I can still feel how I had to, you know, tuck my arm so I could push the heavy steel door open. Oh God. Well, the first time that I dared go up there, I stepped out onto the roof and watched the smog rise and fall over Taipei. I got all the way up to the corner ledge and, you know, I felt the warm wind in my hair, and the sun was setting, the streets below were shadowed by tall buildings. Was wird das? The crowd flowed like paint from an artist's brush. Street food vendors filled the air with aromas of all my favorite foods. For a brief moment, I felt connected to the world in a way that I never had before. Okay. It was the most profound feeling of comfort and sense of belonging I could ever hope for. I really never felt the same way again, but I went up to the roof many times after. I'm not religious, but I can see why people would be. The privilege of being makes a strong case, at least every once in a while. Do you still feel that sense of awe? Even like this? Things are different, but we're still here. What's the point of going on? Everyone's gone. All the people still left are digital copies trapped in computers at the bottom of the sea. Oh God! We'll never be able to rebuild or reclaim what we were. Are you really so unhappy being what you are, or is this about the man who went for a scan 100 years ago? Both, I guess. When I was back in Toronto,
Even the worst case, the darkest futures I could predict, they at least included my previous life somehow. I feel so uprooted. There's nothing here that I recognize, nothing that makes me feel like I belong. Das stimmt. Even if we make it to the Ark, would it be any different? I'd still be alone. No friends. Er kennt keinen, der in der Arche ist. No family. You could make new friends? Ja, Catherine. Den Zeitreisenden. Oh Gott. Sind die Elektronik jetzt, ist alles ausgefallen? Die Elektronik ist ausgefallen, was so tief ist. Hello, Catherine. Oder? What happened? Also, das Gespräch gerade war insane deep. Catherine hat davon gesprochen, dieses Gefühl, dass sie nicht religiös ist, das kann ich selber nachvollziehen. Und sie hat, weil ich selber nicht sehr religiös bin. Oh, guck mal, Jellyfishes. Wir gehen weiter nach unten, oder? Oh Gott, was sind das für Creatures? Oh mein Gott. Und dafür zum Fact, dass wir unseren Weltraum besser kennen, also dass wir unsere eigenen Meere nicht so gut kennen wie den Weltraum. Das habe ich mal gelesen, glaube ich. Weil wir einfach nicht so tief kommen wegen dem Druck. Was ich sagen wollte, Catherine hat davon gesprochen, von dieser, als sie auf diesem Gebäude war, dass sie sich so mit der Welt connected gefühlt hat, wie noch nie in ihrem Leben und fast religiös geworden ist. Also ein Gefühl hatte ich, glaube ich, noch nicht in meinem Leben. Ich denke, so ein deepes Gefühl, auf jeden Fall kann ich mich nicht an irgendwie sowas erinnern. Könnt ihr das? Ich weiß nicht. Das fand ich ein bisschen crazy. Naja, auf jeden Fall nehmen wir mal unser Ding hier, oder? Nee, was? Was machen wir hier? Sollen wir nur nachdenken über unser Leben und nach oben gehen? Gehen wir nach oben. Oh Gott, wir haben jetzt auch andere Arme, ne? Weil wir einen anderen... Oh, das Gespräch gerade war geil, Alter. Das war deep. Warum? Sicherung? Ah. Aufmachen? Eine Sicherung ist nicht richtig drin. Oh Gott, wir sind einfach... Ich denke, es könnte die atmosphärische Pressure sein. Es pusht ziemlich hart, wirklich testen die Limits meiner Suit. Don't worry, it should hold. Comforting. It will hold. Oh Gott, wie sie einfach weitergesprochen hat, weil sie ein fucking Computer ist. Ach Mann, ey. Alter Schwede. Was steht hier eigentlich? Der Sonnenlichtbereich, der Dämmerungsbereich. Ständige Dunkelheit, keine permanenten Standorte. Warum ist das ein gruseliges Bild? Der Abgrund. Die Tiefsee. Da wollen wir hin, oder? Oh, wir sehen, wie tief wir sind. Druck, ATM, Geschwindigkeit 0. Logischerweise. Das leuchtet noch. Okay, machen wir den Schalter einfach wieder um. Oder soll ich mich wieder hinsetzen? Does time freeze when you're not powered? Ja, logischerweise. What's the difference? I don't feel like I'm being held back or hindered. And I don't have the opportunity to reflect on the time I'm missing. It's simply missing. Sounds like yeah. Sleeping without the dreaming. Yes. Quasi, yeah. Usually you anticipate when you're about to sleep, and there's a natural continuation since we tend oh, to Gott, der Druck. Where we went to sleep. My experience is more like an ever-changing moment that never really seems to find closure. Sounds kind of like a movie being edited live. Was ist das denn jetzt gerade? I guess it sounds exciting, but it really keeps me activated to the point of exhaustion. Guck mal, warum ist denn der Bildschirm so kaputt manchmal? It's rough. Could be worse. Could be a time traveler stuck in a body made from black goo. Worst. Wie? Oh Gott. Seht ihr das irgendwie? Meine Sicht ist voll verblurrt. Und irgendwie habe ich ein bisschen Paras. Das Bildschirm. Oh Gott. Oh Gott. What? What the fuck are you? You did it. Russ? Ugh! Den haben wir schon mal gekannt, diesen Russ. Das war doch der Typ, der uns bei diesen, wo wir die, wo wir das Gel und diese Akku da gerade eben in der letzten Folge uns geholt haben, der hat uns doch irgendwie auch an die ganze Zeit angesprochen. In diesen Käfig, der nachher explodiert ist. Alter Schwede, what the fuck, ey? Oh, good, you're back. Sollte der unter dem Druck nicht irgendwie sterben oder so? Something dropped onto the cage. Knocks you right out. Spoke to me. Looks like a man, one of WoW's creatures. Ja. It just stared at you for a moment. Oh Gott, ein neuer Charakter. In the abyss.
said it would make preparations. I don't like the sound of that. Where's Ross? Very strange. I thought it was gonna kill you for sure. Glad it didn't. Yeah, me too. Wie soll man mich denn noch töten? Wie soll man mich denn noch töten? Ganz ehrlich. Meine Güte, was für eine Story-Folge, ey. Oh, wow. Was? Oh Gott. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, die echte Catherine zu treffen. Das ist ja mega freaky. Vor allen Dingen sehen wir aus wie ein Monster. Ob sie cool mit uns wäre? Ach, wahrscheinlich eher nicht. Also, dieses komische Ross-Monster, okay, das wird jetzt anscheinend auch irgendwie wichtig. Wahrscheinlich geht's langsam zum Ende hin, wa? Ich würde sagen, das war's mit der Folge. Das war eine ganz schöne storylastige Folge. Ich habe ja relativ wenig gesprochen. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen. Mir hat's auf jeden Fall gefallen. Das war awesome, die Story. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.